Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap 3.1 ohne Gräben. Ja, mein Abfahrer hier macht was er will. Das ist jetzt hier Feld 6. Feld 6 Zuckerfabrik, den Kurs löschen wir und fahren einen neuen ein. Muss ich aber erstmal eben sehen, wo ich bin. Alles klar. Alles klar. Von hier geht das. Steht zwar mittendrin, ist nicht schön. Aber das könnte schon knapp sein. Aber ganz ehrlich, Tage hier auf der Map sind eh gezählt. Und ich glaube nicht, dass ich auf dieser Map nochmal Rüben ernten werde auf dem Feld, weil ich will da gleich Weizen ansehen. Und dann brauche ich da keine Rüben ernten. Ne? Weizen muss sowieso woanders hin. Ich mache jetzt nur eben einen neuen Abfahrkurs, weil er ja nie abgeladen hat. Und wie ich dann gerade festgestellt habe, das daran, dass ich hier keinen Abladepunkt gesetzt habe. Ja, beim Silo brauchte ich das bisher auch nicht. Beim Silo war bisher immer so, dass ich einfach so drauf zufahren konnte. Und das ist hier aber nicht mehr scheinbar. Also zumindest hier nicht. Ich weiß gar nicht, ob dann meine anderen Abfahrkurse noch funktionieren. Oder nicht. Wäre auch nochmal interessant zu sehen. Jetzt extra nicht abgeladen, weil ich dann gleich mal beobachten will, ob er das denn vernünftig alleine macht. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Fahren hier wieder aufs Feld. Stopp. Feld 6. Zucker. Ich. Bisher ist er erstmal unfallfrei, das ist ja schon mal schön. Der andere braucht gleich einen anderen Abfahrkurs. Weil er fährt dann natürlich vorne gegen die Treppe, da bin ich ziemlich doof gefahren. Interessant ist mit diesem Abladepunkt auch, er setzt den Punkt beim Einfahren da, wo ich gefahren bin. Mit meinem Traktor und beim Abladen setzt er den da, wo der Anhänger ist. Das finde ich auch höchst interessant. Ja, fahr du erstmal zum Drescher. Lade den mal ab. Drescher ist es ja gar nicht. Ist ja Kartoffelroder. Rübenroder, Rübenernter. Wie auch immer. So, er ist voll. Fahrer entlassen. Kurs löschen. Feld 27 Zuckerfabrik wegmachen. Bitte dann von hier. Kursaufzeichnung beginnen. Das
Jetzt muss man nur aufpassen, hier keinen Mist bauen. Ja, sondern dass hier schön alles seinen geregelten Gang geht. Dass wir hier rumkommen. Ohne jetzt irgendwie großartig soll wohl jetzt funktionieren. Jetzt wir hier mal den Abladepunkt schon. Machen jetzt gleich leer. Ja, reichert er ja nicht mit. Fahren wir weiter. Und dann hoffe ich, dass auch er hier schön in Ruhe alleine ablädt. Da habe ich die Zeit eigentlich nur auf 1 eingestellt und nicht auf 5 wie sonst. Kein Wunder, dass das Wetter nicht besser wird. Nicht aufklärt. Machen wir gleich, wenn wir den Kurs eingefahren haben. So. Stopp. Ja. Machen wir mal. Held 27. Zucker. Fabrik. Da. Einstellen. Musik wollte ich nicht anmachen. Weiß es wieder aus. So, da ist die Zeit. So, das läuft. Wunderbar. Wollte ich jetzt machen. Ah, jetzt weiß ich. Es läuft hoffentlich. Milch. Ich warte noch eben mit der Milch. Den wollte ich fahren. Wollte mal gucken. Mischration. Kriegen wir dafür. Das irgendwo überhaupt? Auf Futter oder so. Sehe ich nicht. Kompost. Noch Kompost. Auch immer. Gut, fahren wir erstmal zum Kraftfutterwerk. Füllen uns da erstmal auf. Dann gucken wir mal. Verkaufen wir das eben. Ah, ich meine. Es ist ja überschaubar. Wenn das Kraftfutterwerk voll ist, sind das zwei Portionen, zwei Ladungen, also zweimal fahren. Ja, da liegen 300.000 Liter. Und ich kriege hier mit einmal fahren mit den beiden Anhängern, kriege ich 150.000 Liter mit. Ja, das ist ja nicht so verkehrt. So. Auch noch Gras. Muss ich doch gleich mal gucken. Im Moment ist noch von allem da. Ja, der produziert auch nicht, weil er voll ist. Ja, das ist auch klar. Füllen wir den mal auf. Das bringt auch nichts, das jetzt zum Hof zu fahren und dann zu vertinken. Ich fahre das jetzt hier einfach rüber zum Depot. Ne, Depot ist halt nicht. So, Reifeisen oder was das ist. Und verkaufe das da einfach. Weg. Was weg ist, ist weg. Oh, da oben. Fließt das Geld auch nur so weg? Das sind die Seemaschinen wahrscheinlich. Ich habe 2 Stück am Laufen. Um,
kommt schon was zusammen. So, komm, wertvoll. Der Rest läuft hoffentlich so vor sich hin. Ich habe jetzt 6 Fahrzeuge alleine laufen und mit einem bin ich unterwegs. Das ist nicht so schlecht. Ich habe die beiden Herados habe ich am Laufen. Ich habe die beiden Abfahrer am Laufen und die beiden Seemaschinen. Also schon gewaltig. Ja. So, mal gucken, was wir für Mischration kriegen. Doch auch hier rausfinden können, oder? Ist das Symbol? Was ist denn da Mischration von? Da oben fehlen die Symbole für Bier, wie gesehen. Oh. Das hier ist, glaube ich, Mischration, oder? Ich weiß es nicht. 1075. Das Depot. Da oben bei Reifeisen. Reifeisen nimmt das nicht. Und Reifeisen denn überhaupt? Ach nee, das ist. Ah, so. Situation. Nee. Ja, gucken wir mal. Ich bin voll. Fahr los. Da mal rüber. Entweder kann ich das da abkippen oder ich kann es da nicht abkippen. Entweder kriege ich da Kohle für. Oder eben nicht. Ja, scheinbar geht das. Nicht, dass uns das reich macht. Eher so, ja, 71.000 für den Anhänger. So, das Axion hat durchdrehende Reifen. Ja, klar. Nee, so klar ist es nicht. Läuft das oder läuft das nicht? Wir werden sehen. Läuft.
Er kommt hinterher. Bei dem sollte es ja dann auch laufen. So, dass der jetzt gleich im Verkehr feststeckt, weil der da vorne noch steht. Ja, das ist schon geil, ne? Muss man schon sagen. Also, das finde ich schon lustig, dass das hier so vollautomatisch läuft. So, wo hatte ich jetzt meine Zugmaschine? Da. Ja, wollte da eigentlich rum, aber ich glaube nicht, dass ich den da so hätte wenden können. So einfach, aber fahren wir hier lang. Schadet ja nichts. Läuft auch wieder. Wir müssen das Zeug ja irgendwie loswerden. Das bringt mir ja nichts, wenn hier nachher alles rumliegt und ich das nicht mitnehmen kann. Da kann ich lieber jeden Cent jetzt hier verdienen. Als dass ich nachher keine Kohle habe. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Schön, dass ihr da wart. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ein Like hinterlasst oder mich abonniert. Noch mehr freuen würde mich das, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei der nächsten Ausgabe. In diesem Sinne sage ich mal, ciao!